Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Abgeordnete, ich glaube, wir haben heute sehr viel gehört zur Problembeschreibung und alle haben nochmal auch die Solidarität bekundet, aber ich glaube, es ist auch Zeit, sich ehrlich zu machen. Denn allein in der Lausitz stehen 7 Monate nach Beginn der Krise noch immer 2 einsatzbereite Braunkohlekraftwerksblöcke mit insgesamt 1000 Megawatt still. Im letzten halben Jahr hätten so dort 350 Millionen Kubikmeter Erdgas bei der Stromerzeugung gespart werden können, Gas, das uns im Winter fehlen wird. BVB Freie Wähler hat am 14. März, also vor einem halben Jahr, die Verlängerung der Sicherheitsbereitschaft dieser Blöcke beantragt, eine Woche bevor Minister Steinbach diese Forderung dann aufgegriffen hat. Mit reichlich Verspätung werden die Kraftwerke wohl ab Oktober in Betrieb gehen können. Wenigstens da zeigt ein Teil der Landesregierung einen gewissen Pragmatismus, dem es bei der Bundesregierung mangelt. Denn die Ampelkoalition schaltet mitten in der schlimmsten Energienot seit dem Zweiten Weltkrieg die 3 noch laufenden Kernkraftwerke Deutschlands ab. Und es gilt, sich hier ehrlich zu machen. Wir können Lösungen diskutieren über Lösungen. Fakt ist, das, was wir selber machen können und unterlassen, das ist der Vorwurf, den wir uns machen müssen, den wir der Bundesregierung machen müssen. Denn diese Fehlentscheidung kostet uns im Laufe des kommenden Jahres 3 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Und wenn wir selber unser Erdgas nicht produzieren, wozu führt es dann? Dass die Abhängigkeit von Erdgas, von ausländischem Erdgas erhöht wird und dass dieser grüne Starrsinn dann Putin erst recht freuen wird, meine Damen und Herren. So sieht die Situation aus. Stattdessen werden Placebo-Vorschläge gemacht. Feuchte Waschlappen werden empfohlen. Die Bürger sollen im Müll nach Kartoffelschalen wühlen, um für ihre Biogasanlage Material zu haben, während wirklich keine wirksamen Maßnahmen aus ideologischen Gründen vorgeschlagen werden. Und nein, das ist nicht Ausdruck gut gemeinter Solidarität, sondern es ist eine Verhöhnung der Bürger, die eben nicht zu den Spitzenverdienern gehören. Und während das passiert, erleben wir, geprägt ist das von großem wirtschaftlichen Unverstand und teils auch infantiler Beliebigkeit. Die Folgen der künstlich verschlimmerten Energieknappheit sind gravierend. Das sind Betriebe, die aufgrund der hohen Energiepreise, wie Wirtschaftsweise Habeck formulierte, erst mal aufhören zu produzieren, während die Bevölkerung in Angst vor Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit lebt und die Bürger wahrlich nicht wissen, wie sie Strom- und Heizkosten bezahlen sollen. 80% der Deutschen sind für eine Fortführung der Kernkraftwerke. Die Wirtschaftsweisen empfehlen es, aber die Grünen erzählen uns was von Solidarität. Wo ist Ihre Solidarität mit den Bürgern, die nicht zu den Spitzenverdienern gehören, meine Damen und Herren? Und die Bundesregierung verschärft die Probleme weiter, künstlich. Obwohl die EU den Import von russischem Öl über Pipelines weiter erlaubt, will die Bundesregierung diesen ab 1. Januar 2023 unilateral stoppen. Und dabei sind keine Lösungen in Sicht, wie die Ölraffinerie in Schwedt ohne russisches Öl versorgt werden soll. Aktuelle Lösungsvorschläge erlauben auch nur einen Betrieb mit 45% Kapazität, sodass die Bundesregierung hier unnötig die Versorgung mit Benzin und Diesel, gerade auch in Brandenburg, gefährdet. Und nun sind wir ja sogar dafür, fürs PCK Alternativen zu schaffen zur Ölversorgung, zum Beispiel schnellstmöglicher Ausbau des Hafens in Rostock für eine größere Kapazität von Öltankern, mehr Pipeline-Kapazitäten besteht. Aber eins muss klar sein, erst muss die Versorgungslösung fürs PCK da sein, dann können wir das russische Öl abdrehen. Und zwar nicht zu irgendeinem symbolischen Datum, was im Kalender sich gut markieren lässt und irgendwelche Politiker im Elfenbeinturm Berlin willkürlich festgelegt haben. Denn das Hauptziel der Politik muss sein, darf sein, die Wirtschaft am Laufen zu halten und Schäden von den Bürgern abzuhalten. Und leider kann ich diese Zielsetzung bei der Bundesregierung aktuell nicht erkennen. Bei der SPD Brandenburg erkenne ich mittlerweile offene Kritik an der Bundesregierung. Bei den ebenfalls im Bund in Regierungsverantwortung befindlichen Grünen sehe ich das nicht. Ich sehe eher eine Unterstützung dieses selbstschädigenden Kurses, gepaart mit immer neuen Durchhalteparolen und Erklärungen zur Opferbereitschaft. Wohlgemerkt, Opferbereitschaft der anderen regelmäßig. Und daher, meine Damen und Herren, mein Aufruf, unser Aufruf, wirken Sie auf die Bundesebene ein, andere Energiequellen wenigstens vorübergehend zu akzeptieren, für Kohle, für Kernkraft und Sanktionen danach zu bemessen, ob die Versorgung bei uns aus anderen Quellen gesichert ist. Andernfalls machen Sie sich an allen Schäden gegenüber den Bürgern mitschuldig und gegen diese Schuld
hilft auch kein noch so großes Entlastungspaket, denn das finanziert nicht Ihre Partei, sondern der steuerzahlende Bürger. Meine Damen und Herren, wir sollen solidarisch sein, und wir sind es auch. Zugleich wollen wir Wohlstand, Sicherheit und Stabilität in unserem Land erhalten. Beides gehört zusammen. Das ist nicht unehrenhaft, sondern das Gebot der Stunde mehr denn je. Vielen Dank.